Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm und ich melde mich mit einem kleinen Update, erkrankungsbedingt nur mit einem kleinen und kurzen Update. Daher leider für alle Bereiche etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen muss, aber eines möchte ich nicht versäumen. Im August 2021, also vor knapp 2 Monaten, hatte ich eine Petition bei change.org gestartet für die Freilassung von Menschen in Afghanistan und für Frieden für Menschen in Afghanistan und in der Welt, weil es betrifft uns ja doch alle immer wieder in ganz Europa, wenn Menschen jetzt versuchen, Afghanistan zu verlassen. Und es betrifft natürlich auch uns hier in Deutschland, weil die Menschen, die jetzt versuchen, noch Afghanistan, sei es über Land-, Wasserwege oder sonstige Wege zu verlassen, wenn auch der Flugverkehr im klassischen Sinne vermutlich nicht mehr möglich ist, werden Schutz und Shelter und Hilfe sicherlich früher oder später in Europa, in den USA oder eben auch in Deutschland suchen. Und ich möchte es nicht versäumen. Die Petition wurde Mitte August von mir veröffentlicht, geschrieben an den Deutschen Bundestag und an Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Sie ist ja noch im Amt. Immerhin noch einige Tage. Sie hat leider noch nicht geantwortet, aber ich möchte nicht versäumen, ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen an mehr als inzwischen 6.000, mehr als 6.000 wunderbare Menschen, die die Petition mitgezeichnet haben. Und dafür möchte ich merci, thank you, danke sagen. Und vielleicht kommt ja doch noch, bevor der große Amtswechsel stattfindet, Olaf Scholz wird ja vermutlich Bundeskanzler werden. Ich denke, die Ampel-Koalitionsgespräche laufen ganz gut. Zumindest macht es so den Eindruck. Ich denke, der nächste Bundeskanzler dürfte wohl keine allzu große Überraschung mehr sein. Es dürfte wohl Olaf Scholz sein. Ich hoffe, dass er sich auch dem Thema Frieden in besonderer Weise annehmen wird. Und er ist auch natürlich auch ganz herzlich eingeladen, wie auch alle weiteren Menschen und die Menschen, die die Petition unterzeichnet, unterstützt haben und auch geteilt haben. Ich bitte weiterhin, die Petition bei change.org mitzuzeichnen, zu teilen, zu unterstützen, den Nachbarn, Kindern in der Schule oder auch Mitstudenten an der Universität zu sagen, da gibt es eine Petition, die man vielleicht mit unterstützen kann, dass eben vielleicht doch noch eine Antwort von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel kommen könnte. change.org schreibt, mit einer Anzahl von etwa 7.500 Unterschriften wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass die entsprechenden Adressaten, an die sich die Petition gerichtet hat, und das war Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, der Deutsche Bundestag, weil sie kann ja nicht alleine Entscheidungen treffen, und die politische Führung der Taliban, da wird es wahrscheinlich etwas schwieriger werden, obgleich die Petition in deutscher Sprache und englischer Sprache geschrieben ist. Es wird dann aber wahrscheinlicher, je mehr Unterschriften kurz zusammengefasst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass dann vielleicht doch eine Antwort noch aus dem politischen Berlin, auch von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, kommt. Da ich leider schwer erkrankt bin, Probleme mit Infektionen, die sind ziemlich ernst, ich musste erst am Dienstag wieder zum Arzt, verzögert sich alles etwas, aber ich will die Botschaft senden in die große Welt hinaus, die mir wichtig ist. Und zumindest ein ganz, ganz herzliches Danke sagen an alle, die die Petition mit unterzeichnet und unterstützt haben. Und ein ganz herzliches Danke sagen, ein Merci, ein Thank you auch an die Zuschauer, die vielleicht gar nicht so richtig die deutsche Sprache sprechen. Es haben auch Zuschauer und Zuschauerinnen, beziehungsweise auch Menschen aus ganz Europa mitgezeichnet, auch aus anderen Teilen der Welt. Sogar aus Indien sind Unterschriften zustande gekommen. Daher eine Thank you, Merci, Merci, Thank you und vielen, vielen Dank für die Unterstützung der Petition für die Freilassung von Menschen in Afghanistan und für Verhandlungen für Frieden. Ich glaube, 20 Jahre Krieg in Afghanistan haben gezeigt, dass Krieg keine Lösung ist und Gewalt ist natürlich auch keine Lösung. Noch mehr Bomben aufeinander zu werfen, das wird sicherlich keinen Frieden bringen. Und was bleibt? Es hat ja auch schon der UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt, es bleibt letztlich nur
miteinander zu sprechen, miteinander zu verhandeln. Ich muss die Aufnahmen ohne Stativ machen. Ich bitte zu entschuldigen, wenn ab und an das Bild wackelt. Aber ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von mir, dem Autor der Petition. Und ich lade Sie auch ganz, ganz herzlich ein, zu dem Netzwerk für Frieden, für Menschenrechte, für soziale Gerechtigkeit, für soziale Sicherheit, für Bildung und für Verständigung, das auch im August gestartet wurde. Und der Titel lautet, es ist der gleiche Titel wie mein Musikalbum, lovepeacepeople.de. Ich wiederhole, lovepeacepeople.de. Jeder, der sich für die Arbeit für Frieden und für das Engagement für Frieden interessiert, jeder, der für die Bereiche Bildung, Verständigung, Dialog, soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit sich mit engagieren möchte, ist herzlich eingeladen auch zur Plattform, zum Netzwerk lovepeacepeople.de. Also lovepeacepeople.de, ein Wort, dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Und aus Neuhofen in der Vorderpfalz bei Speyer am Rhein, aus der Metropolregion, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die die Petition unterstützt und unterzeichnet haben für die Freilassung und für Friedensverhandlungen für die Menschen in Afghanistan und natürlich auch für die Menschen in aller Welt. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen viel Liebe, Frieden vor allen Dingen und natürlich auch Gesundheit und Wohlergehen. Und viele liebe Grüße mit einem ganz besonderen herzlichen Dankeschön aus der Vorderpfalz, aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Ihr Andreas Klamm, bis zum nächsten Mal. Wenn Sie Fragen haben, gerne vorbeischauen bei andreasklamm.de. Und Sie können mich auch telefonisch erreichen. Telefon 0621 5867 8054. Ich wiederhole 0621 5867 8054 und nochmal ganz, ganz herzlichen Dankeschön für Ihr Engagement, für Ihre Unterstützung, für die Freilassung von Menschen in Afghanistan und für Frieden in Afghanistan und in der Welt. Vielen herzlichen Dank. Merci. Thank you very much. Very special thanks. Ihr Andreas Klamm. Bis bald und bis zum nächsten Mal.